Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Und da ist auch schon wieder ein Zombie. Das hau mal jetzt weg. Ich glaube, der lebt noch, oder? Nein, lebt nicht mehr. Jawohl. Ich habe jetzt ein Problem. Beziehungsweise eigentlich kennen wir das Problem. Ich hasse Wasserbasen. Ich weiß es. Ich mag die nicht. So, ich bin eigentlich die ganze Zeit immer nur dabei, hier wieder alles trocken zu legen. Es kann auf jeden Fall noch lustig werden und das war nach dem Angriff von der nächtlichen Wanderhorde. Und alles direkt mal wieder überflutet. Ja. Jetzt legen wir das mal hier noch schnell trocken. Oder versuchen es zumindestens. Ja, hier fehlt auch noch. Da, ihr seht schon alles wieder. Hier war alles geflutet. Musste ich alles bauen hier. Genau. Gut. Dann haben wir das soweit. Dann können wir, glaube ich, wieder die ganzen Rahmen wegnehmen. Obwohl, hier ist noch. Wer macht da Krach? Du? Ich bin gar nicht mal mehr im Wasser. Das ist langsam ein bisschen komisch hier. What? Ah, okay. Ich dachte gerade, ich hänge jetzt fest, aber ist nicht der Fall. So, nein. Treff doch, bitte. Jawohl. So. Der See geht mit der Zeit kaputt. Ja, das ist halt der Nachteil, weil das Wasser irgendwie noch nicht so ganz ausgereift ist hier in 7 Days to Die. Aber gut. Kriegt man ja hoffentlich auch noch hin. So, gib mir meine ganzen Rahmen, bitte. Einfach mal alles. Ja, und hier, obwohl hier Rahmen waren, das Wasser geht irgendwie nicht weg. Ich weiß auch nicht. Das ist, seit ich die auf Stahl aufgewertet habe, sind die halt so komisch. Und, ich hatte auch einen Schreihals hier. Mir sind zwei Polizisten hier geplatzt. Deswegen habe ich hier alles auf Stahl aufgewertet, auch die oberen Reihen. Und ja, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob wir in der Hordenacht hier sicher sind. Das ist... Oh nee, nicht schon wieder. Ihr seid doof. Ich mag euch nicht. Geht weg. Bleibt weg. So. Mir reicht es schon. Ich habe jetzt gerade alles trocken gelegt. Ich möchte jetzt nicht hier nochmal von vorne anfangen. So, kommt noch eine Welle. Wie gesagt, das wird ein richtiger Spaß dann zum Blutmond. So. Zack. Na, die kommt nahe. Kurz Luft holen, weil wir sind ja unter... Oh, hier ist man nicht unter Wasser. So, nein, 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 du bleibst weg. So, der ist noch ziemlich nah. Wir haben hier richtig Wasser. Ich glaube, deswegen geht das Wasser auch nicht weg. Weil hier kein Wasser mehr ist. Also hier ist, glaube ich, Luftraum. So, Kopf weg. Komm. Zack. Ja, ich treffe viel besser, seit die unter Wasser laufen. Da habe ich genug Zeit zum Zielen. Okay. Ja, das geht halt irgendwie nicht weg. Kommt immer wieder. Wie gesagt, ich denke dadurch, dass hier vielleicht nicht wirklich mehr Wasser ist, oder? Keine Ahnung, na was das berechnet wird. So, gib mir meine Klotzen wieder. Und dann gehen wir nämlich nach oben. So, das Schiff müsste jetzt eigentlich soweit fertig sein. Ich habe in der Nacht auch die Reling fertig gebaut. Ich habe noch ein bisschen Farbe. Ich habe noch ein bisschen mit der Farbe rumge... Pinselt. Zack. Wer meckert? War da einer noch nicht ganz tot? Tatsache. War jetzt. So. Wo war ich jetzt? Ja. Ja doch, in der Nacht habe ich soweit fertig alles fertig gebaut und wir haben aber erst in 2 Tagen Hordenacht. So, und dann würde ich sagen, wir packen unsere Taschen und fahren ein bisschen ins Schneegebiet. Denn falls ihr euch erinnert, ich habe ja gesagt, ich hätte noch ein Projekt im Schneegebiet. Und dann kam uns aber ja dieses Schilderfratze dazwischen. Und der wollte ja, dass wir einen Jahrmarkt bauen. Und dann haben wir ja halt erst in der Wüste den Jahrmarkt gebaut. Oder zumindest angefangen. Da kommt dann auch noch bestimmt ein bisschen was dazu. Aber mein Projekt für das Schneegebiet ist noch aktuell. Das habe ich noch vor. Möchte ich gern bauen. Und dann würde ich sagen, solange wir eh hier festsitzen, mehr oder weniger, können wir wieder einschalten. Nacht ist vorbei.
Ja, solange wir hier festsitzen oder halt auf die Horde-Nacht warten, können wir auch ohne weiteres mit meinem Schneeprojekt beginnen. Genau. So, das braucht man nicht. Ja, die ist warm. Ich weiß. Wir waren unter anderem auch mal wieder in der Main-Basis. Ich habe mir einen ganzen Schwung Beton geholt, ein paar Rahmen, noch ein bisschen Farbe und Eisen. Genau. Das will ich. Ich möchte meinen Knüppel reparieren, damit ich wieder schön Köpfe einschlagen kann. Zombie-Köpfe. Dann brauchen wir... Benzin brauchen wir nicht. Schaufel, Beton, Rahmen. Ich habe gar nicht mehr so viele Rahmen, sehe ich gerade. Ach doch, hier haben wir noch. Oh, das müsste reichen. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Und die Türe nehmen wir mit. So, noch ein bisschen Beton. Leere Glas kann ich hier lassen. Wir bauen auch nicht weit weg von hier, deswegen könnten wir... Ja, es kann klappen. Mir fehlt Lehm. Ja, kriegen wir alles hin. So, hier habe ich gemalt. Hier habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust zu malen, deswegen laufen wir mal hier nach oben. Wo fangen wir an? Am besten draußen, drin? Ich weiß es nicht. So, also hier haben wir jetzt einen richtigen Steg aus Stein. So, genau. Und das ist fertig. Wir haben jetzt sogar kleine Fenster. So. Und ja, ich weiß es halt nicht. Es ist, vorne ist es Wikingerschiff. Aber Wikingerschiffe hatten, glaube ich, nicht so einen Ausguck. Adlernest. Das war ja bei Piratenschiffen, deswegen. Es ist eine Mischung. Es ist ein Seven-Days-Schiff. Genau. Ja. Sieht aber eigentlich ganz cool aus. So im Wasser. Ich find's cool. Ja. Und so, und jetzt gehen wir aber mal rein. Die Reling, wie gesagt, habe ich so gut es geht fertig gebaut. Es ist eckig, es ist schief, es ist alles andere als wunderschön. Aber mehr kann ich nicht machen. So, hier haben wir die... Ja, dass ich nicht sofort reinfall. Dann habe ich für unsere Crew, ein paar Tische mit Licht und ja, du hast nur am Meckern, die Frau. Ein kleines Sofa haben wir hier, ein paar Stühle. Hier haben wir die Betten. Also ich weiß nicht, ob das Grüne die Zudecke ist und das Weiße oder Cremefarbene das Kissen oder andersrum. Kann sich jeder Matrose dann anders da aussuchen oder aussuchen, wie er es möchte, besser gesagt. Genau, aber das ist dann praktisch hier so der Rumpf. So, machen wir lieber zu. Und wenn man dann nach oben geht, da habe ich jetzt eben auch hier alles angepinselt. Und hier habe ich auch noch eine Reling reingezogen. Hier geht es dann nach oben. Und hier ist das Steuerrad. Ja, es geht leider nicht besser. Das Spiel gibt mir nichts, was besser aussieht nach einem Steuerrad, als wie jetzt das Ding da. Ja, deswegen dachte ich mir, lieber so als gar nichts. Vielleicht, eventuell. Ich weiß es nicht. Genau, aber wir haben auf jeden Fall ein Steuerrad. Wir können zwar nicht rausgucken, müssen uns dann mal so rüberlehnen oder hierher lehnen und dann... Oder jemand steht da und schreit dann Hard Backboard oder was auch immer. Ich kenne die Begriffe nicht. Genau, gut. Das wäre dann unser Schiff. Das ist fertig, es ist vollendet und ja. Oh! Ah, interessant. Wenn man zu lange nichts zu trinken hat, dann sinkt das Wohlbefinden. Wieder was dazu gelernt. Das wusste ich doch gar nicht. Ja, dann trinken wir doch mal ein bisschen was. Ups. Ich dachte gerade, was jetzt passiert, aber gut zu wissen. Das habe ich extra gemacht. Ich wollte mal wissen, was dann passiert. Nein. Ja, aber ist cool. Wusste ich echt nicht. Weil eigentlich bin ich noch nie verdurstet. Also gut. Dann ist muss man trinken und essen also wirklich. Natürlich. So, komm, noch einen Happen. Ah, Mädchen. Jetzt hat sie wieder Durst. Dann trink. Mann. Frau. So. Gut. Genau, dann haben wir hier alles. Haben wir alles dabei zum Bauen? Ja. Ich denke schon. So, wir müssen auch gar nicht weit weg von hier. Wie gesagt,
Das Schiff wartet jetzt eigentlich nur auf die Einweihung beim Blutmond. Und dann können wir in der Zeit bauen gehen. So, ich weiß auch noch gar nicht wohin, aber ich meine, da vorne ist schon Schnee. Deswegen können wir einfach mal hier hochfahren. Und dann schauen wir mal, ob wir ein nettes Örtchen finden. Weil wie gesagt, es muss nichts Besonderes sein. Oh, da ist ein Haus. Mir ist eigentlich nur wichtig, dass es im Schnee ist, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht da auf dem Berg sogar, oder? Nee, ist nicht schön. Da liegt kein Schnee. Uah. Nee. Ach, da ist ja schon... Was? Da ist schon der Waffenladen? Ich bin so nah an dem Waffenladen. Ach. Das ist ja cool. Nee, aber da möchte ich dann nicht hin. Da ist dann die große Straße. Muss ich doch ein bisschen weiter reinfahren, oder? Oder wir gehen zu der anderen Basis. Nee, das ist auch blöd. Aber hierher? Das sieht man aber mein Schiff gar nicht von hier aus. Nee, das ist mir auch zu wenig Platz. Nee, nee. Ach, ich dachte, ich bin nicht so wählerisch. Aber jetzt, wo ich hier unterwegs bin, denke ich mir, ich brauche doch einen schönen Platz. Weil eigentlich wird das gar nicht so groß, das Gebäude, was ich bauen möchte. Aber es sollte dann schon ein bisschen schön sein. Wenn schon. Wenn ich mir schon Mühe gebe hier mit Bauen. Dann soll der Ort auch schön sein. Ah, ein Reh. Lauf mir vor die Linse und ich treffe dich. Jawoll. Messer, Messer. Hier. So. Ja, ja. Keine Zeit für dich. Keine Zeit. 4 von 5. Ein Reh noch und wir haben die Quest erledigt. Komm her. Nein. Den da. So, wo hängt jetzt mein Minibike? Irgendwo hier. Ja, es ist kalt, ich weiß. Ich wollte ja gern einen Mantel anziehen, aber du willst ja kalt. So. Ja, ich glaube, wir kommen immer näher an die andere Basis. Ich dachte, ich gehe einfach mal so zack, zack nach oben. Fertig. So, da ist ja jetzt schon das Haus. Genau. Und da ist meine Basis. Hier wäre aber eigentlich ein schöner, gerader Platz. Und da ist ein Vogel. Gut, dann würde ich sagen, hier anhalten. Dann kann ich nämlich nachts einfach schnell darüber rennen. Und bin sicher. So, warte mal. Erstmal ein bisschen Platz schaffen. Wenn wir Holz bekommen, wäre es gar nicht... Oh. Oh. Ein bisschen Platz schaffen ist gut gesagt. Ah, warum gehe ich immer mit vollen Taschen aus dem Haus? So. Türe brauchen wir gerade nicht. Das brauchen wir auch nicht. Ach komm, weg mit dem Stoffzeugs. Gut. Egal. So, dann machen wir hier jetzt mal frei. So, wie gesagt, mir ist halt wichtig im Schneegebiet. Vielleicht schneit es ja dann auch mal. Wäre ganz lustig. Würde dann passen zu dem Bauprojekt. Und ja, es ist jetzt auch gar nicht so schlimm, dass das hier am Innen strandet. Nee, wie heißt das? Grenzt? Grenzt, glaube ich, genau. Ja. Das ist zwar jetzt gerade Bauprojekt, Jagdbauprojekt, aber... Looten können wir dann mal fahren. Nach der Ordenacht. Wenn wir die Unterwasserbasis getestet haben. Also das möchte ich auf jeden Fall auch mal wieder machen. Noch ein bisschen in die Hochhäuser gucken. Oder hier hinten, hier gibt es ja auch, danke, du bist so laut. Da hinten gibt es ja auch noch das Hotel und da dahinter gibt es noch so eine Blockhütte und es gibt ja so viel. Da hinten ist auch nochmal eine ganz kleine Siedlung im Schneegebiet.
Die Karte ist eigentlich schon riesig. Ja, das brauche ich eigentlich gar nicht hier. Stelle ich gerade fest. So. Okay. Dann brauchen wir... Ach so, das ist schon auf 500. Wir brauchen die Dinger. Wir brauchen das hier. Und... das brauchen wir nicht. Oh, die könnte ich mal reparieren, sehe ich gerade. Ja, so ist ganz gut wieder. Aber erstmal brauche ich, glaube ich, die Holzrahmen. Und dann gucke ich mal, was ich eigentlich jetzt bauen möchte. Hier würde ich sagen, kommt die große Mitte. Dann bauen wir hier so vielleicht. Nein, warte. So, und dann gehen wir hier rum. Ja, das wird ein Turm. Dann baue ich noch einen und... Komm her, wenn du was willst. Komm her. Dann verpiesel dich, Feigling. So. Drei und hier. Genau. Das gibt praktisch den Hauptturm. Der wird... Ja, Turm geht nach oben. Ist logisch. Dann brauche ich hier eine Säule. Ja, jetzt nicht eine Säule, wie man dran denkt. Einfach so ein gerader runder Klotz nach oben bauen. Nein, ich möchte hier... So. Willst du was von mir, ja? Du Tieflieger? Komm her. Komm her. Und tschüss. Das war ja. So, heimlich von hinten anschleichen hier. Geht gar nicht. So, genau. Das brauche ich. Dann brauche ich hier, möchte ich noch... Ich mache jetzt einfach Rahmen. Ich habe nicht wirklich Zeit für euch. Hallo? Wo habt ihr das jetzt hingeworfen? Wo habt ihr es hingeworfen? Ach, hier. Okay, das markiere ich jetzt mal. Ja, ich habe mir... Nein. Ich habe jetzt, da das Schiff nämlich vollendet ist, habe ich dem so ein... Ja. Wie heißt denn das? Einen dauerhaften Marker verpasst? Mit Schiff. Einfach Schiff. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was das für ein Schiff ist. Es ist einfach nur ein Schiff. So, hier brauche ich ein kleines Podest. Obwohl, da könnte ich eigentlich... Ich will da gar nicht groß graben. Das könnte ich eigentlich auch direkt so machen. So. Es soll nicht hordesicher sein. Es soll einfach nur... Ich möchte es bauen. Ich möchte es einfach nur bauen. So, hierher. Kommt er zum Podest mit zwei Dingen hoch vielleicht? Müsste reichen. Ich sollte vielleicht mal Licht anmachen. Dann seht ihr ja vielleicht was. Und ich auch. Ne, jetzt seit ich Licht an habe, platziere ich alles falsch, komischerweise. So. Ich glaube, ich brauche die ganzen Holzrahmen gar nicht. Ich könnte hier eigentlich auch direkt... bauen. Einfach bauen. So. Das. Ich mache das jetzt einfach dicht. Habe ich gerade beschlossen. Bis gerade eben war ich mir nicht sicher, aber jetzt habe ich es beschlossen. Ich mache dicht. So. So, und wie gesagt, da wir hier in der Ecke sind gerade, bietet sich das echt ganz gut an. Und dann warten wir eben oder bauen in den zwei Tagen, bis Horde Nacht ist. Bauen wir hier an dem Projekt und dann ist alles gut. So, dann brauche ich hier aber eigentlich auch keine Rahmen. Ich baue das einfach jetzt direkt. Ich bin ja eigentlich gar nicht Fan davon. Ich habe eigentlich immer ganz gern noch eine Reihe darunter, damit es stabiler ist. Und falls mal ein Zombie sich anfängt, da durchzugraben, dass es halt da auch auf Beton stößt. Aber... Das sind im Prinzip alles Säulen. Das geht dann alles erst hier oben los. Da ist hier eh alles stabil, fest und wird alles ausgefüllt mit Beton. Deswegen mache ich mir da gerade weniger Gedanken. So, genau.
Tap, tap, hier. So. Nein. Hier. Komm, komm doch hier. Jawohl. So. Das wird aber dann höher. Und es ist halt im Schneegebiet. Ich weiß nicht. Ich mag Schnee. Es ist halt nur immer sehr kalt. Aber eigentlich ja gut. So, ich würde sagen, wir bauen hier... Wir haben eigentlich genug Beton. Und sonst muss ich halt nochmal zur Main-Basis heimfahren. Ja. Ich baue hier dicht. Genau. Hopp, hoch mit dir. Und erst hier oben fangen wir dann an mit Mauern. Dass wir hier auch reingehen können. So. Jawohl. Und alles aufwerten. Ja, ich habe so eine grobe Richtung, wo, wie ich bauen möchte. Aber eben, ja, das meiste kommt dann, während ich baue. Die meisten Ideen. So, machen wir einfach mal hier so. Ach komm, machen wir noch eine Reihe. Zack. Jawohl. Einfach, damit ich halt dann Halt habe und damit das dann alles passt. Und ja. Und hier machen wir jetzt 1, 2, 3 und nein. 4. Genau. Ich weiß nicht, ich habe halt gern 3 Blöcke nach oben und dann die Wand oben oder halt die Decke. So heißt's. So, schaffe ich das, ohne dass du einbrichst? Ja, bitte. Dankeschön. Und aufwerten. Die Ecke wenigstens schon mal, dann komme ich da nämlich schön dran überall. Oder noch komme ich dran und später ja nicht mehr. So, und hier. Irgendwie geht das gerade richtig schnell. So. Sollen wir dann vielleicht erst die Kiste holen? Bin mir gerade so ein bisschen unschlüssig. So. Und hier. Sieht doch gerade so aus, als hätte ich nicht voll den Plan, was ich hier baue. Obwohl dem gar nicht so ist. Habe ich denn schon Platz für die Sachen? Nee. So, ich glaube, hier kommt gerade kein Zombie hoch. Deswegen können wir ja hier mal reinpacken. So, Minibike. Wir fahren kurz eben schnell eben zur Kiste. Wo bist du? Ach, da oben. Da oben. Ja, sieht noch nach nichts aus, aber... Glaubt mir, es wird noch etwas. Wenn das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Wohlgemerkt. So. Schön mit dem Mantel. Düsen wir durch den Schnee. Minibike kennt keinen Schnee und Winterreifen. Das fährt überall richtig gut. So. Ich glaube jetzt hier rechts hoch einfach. Ruhe. Hier rechts hoch und ja, war ja glaube kurz vor dem Waffenladen. Da gehe ich aber dann nicht rein, weil wir haben eh keinen Platz, leider. Ich habe immer alle Taschen voll, irgendwie. Ah, ich sehe es schon da vorne. So. So, was habt ihr mir denn heute mitgebracht? Oh! Maschinenpistole, Maschinenpistole, Maschinenpistole. Kann man auf jeden Fall gebrauchen für Geschütztürme bauen und ja, Raketengriff halt zum Verkaufen. Aber wenn wir mehr Solarzeug kaufen, dann brauchen wir richtig Kohle, weil es sind ganz schön teuer, die Solarbänke und die Solarzellen. Das ist gar nicht so billig. Hallo. Willst du nach dem Weg fragen? Guck mal. Zack. Da ist die Straße. Und da ist das Licht. So. Da ist ja auch noch einer. Ah, vielleicht tut er gerade Holz fällen. Ah, das, ich fliege. Nein.
Ich habe auch keinen Schaden bekommen, das ist gut. Ah, fliegt doch nicht dauernd. Oh, es schneit. Komm, Minibike, gib Gas. Wo ist jetzt unser Bauding? Ach, hier. Hier ist es. Hui. Wir drehen um. So. Boah, jetzt ist es aber richtig hell hier. Egal. So. Die bauen wir dann auch nicht. Dann bauen wir die auch direkt hierher. Ja, ich, wie gesagt, ich dachte, ich müsste dann erst hier graben, aber ich spare mir das jetzt einfach mal. Das ist eigentlich auch einiges an Zeit, was ich mir dadurch spare, dass ich eben nicht grabe. So. Und hier rein. So. Hier möchte ich aber, dass der Turm aussieht wie ein Turm. Und da wir ein 7-Days-Blocksystem haben, gibt es nichts wirklich Rundes. Deswegen nehmen wir hier diese Schrägen, falls ich irgendwann mal... Dankeschön, das richtige Erwisch. Genau, so. Nein, da war es gerade. Ach komm, dann nehmen wir erst das. Hört sich so schön an, wenn ich da durch den Schnee stiefe. So, gib mir das Richtige, bitte. Danke. Man muss nur freundlich sein, dann geht das alles. So, bitte. Dankeschön. Okay. Vielleicht ist das wirklich A und O hier. Freundlich sein und die Klotzen machen, was man will. So. Genau. Ja. Dann bauen wir mal weiter. Ich glaube, jetzt bin ich am Ende. Ne, eigentlich bräuchte ich hier auch noch eine Säule. Das machen wir jetzt auch noch direkt hierher. So mitten im Schnee. Na, da muss ich aber dann wohl doch graben. Weil ich hätte schon gern, dass das dann auf einer Höhe ist alles. Ja, da brauche ich dann halt die Schaufel. So. Boah, ich sehe gerade nichts mehr. Das ist dann zu hell. Nein! So. Ich will den jetzt nicht reparieren. Deswegen nehme ich den einfach auf und setze einen neuen hin. Und dann muss ich den nicht reparieren. Das ist ein Trick. Falls ihr den noch nicht kanntet. So. Zack. Und hierhin. So. Ja, das ist, wäre jetzt nämlich... Jetzt steht nämlich alles schön im Schnee. Wenn ich jetzt graben würde, dann wäre das so graues Zeug mit dabei. Und das möchte ich nicht. So. Das hier. Ich würde sagen, die Säule bauen wir einfach direkt mal nach oben. Und dann tue ich mir BW beim Runterspringen. So, wie hoch machen wir das denn? 4, 5... mal gucken. Es ist wieder dunkel, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, vor lauter Schnee, ich sehe halt einfach nichts mehr. So. Okay, reicht das schon? Oder, nee, eigentlich mache ich ja immer 4 Dinge hoch. Oder bin ich schon auf 4? Nee, ich bin auf 3, ne? Ich mache nur eine Reihe. So. Hallo? Hier. Es ist halt alles irgendwie weiß. Man sieht nichts mehr. So. Okay. Dann wäre die Säule schon mal fertig. Genau. Gut. Dann könnte man eigentlich noch mal so ein kleines Podest davor bauen. Machen wir hier. Oh Mann. Das ist halt genau in dem Berg da. So. Machen wir so. Ich glaube hier, ja, da geht's so rein. So. Machen wir so länglich. Ist auch okay. So, und das machen wir wieder 2 hoch und dann so ein kleines Ding. Genau. So. Tap, tap, tap. Ach nee, reicht schon. So, und hier vorne hin würde ich sagen, machen wir 2 hoch. Komm, hopp, jawoll. Damit das eben, ja, genau. Einfach, dass es so ist, wie es ist. So, gut.
dann müssen wir hier jetzt noch dicht machen. So. Das heißt hier. Weiß gar nicht, sollen wir vielleicht Scheiben einbauen? Ah, wie kommt man rein? Ich würde sagen, wir gehen oben rum rein. So. Ach ja, das ist von dem Ding. Genau, passt. So, top, top. Und dann machen wir eben Zugang von oben. Genau. Dann kann ich aber die Kiste hier runtersetzen, weil hier kommt die Decke drauf. Damit es nicht mehr reinschneit. Aber ich glaube, das tut es trotzdem weiterhin. So. Und zumachen. Sehr gut. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Fenster, bitte. So, dann bauen wir die hier ein. Ist immer ganz schön, weil die sich selbst dahin drehen, wie man es braucht. So, und diese Seite. Nein. Da hoch. Da hoch. Hüpf. Mach, was du willst, aber geh da hoch. Ah, dann halt nicht. Zack. Das hier hin und den Ausreißer reißen wir raus. So. Gehst du jetzt kaputt? Gut. Und wir laufen hier im Schnee. So, dann brauche ich nochmal eine Truhe. Ich würde sagen, wir bauen hier... Nee, warte. Nee. Hier, rund ist schöner. Ein rundes Tischchen. Das können wir ja dann auch so anmalen, als wäre es Holz. Und da kommt die Kiste drauf. Genau. So, da tun wir mal die Sachen, die wir gesammelt haben, rein. Schneeball können wir mitnehmen. Da können wir dann Trinken draus machen. Gerade in der Wüste nicht schlecht. Gut. Ja, war halt nicht sehr schlau, aber auf die Schnelle war mir das gerade egal. Hauptsache Ding und... Aber wir wollen ja hier... Oh, ich hab... Mann, ich hab meinen Zugang vergessen. Ich sag ja, ich hab keinen Plan, was ich baue. Ich baue einfach nur. So, wir machen einfach hier auf. So, hier auf. Jawohl. Das ist halt, ja, mein Problem. Ich baue nur, damit gebaut ist und dass es Spaß macht. Aber ich überlege nicht. So, zu machen. Haben wir hier jetzt alles raus? Jawohl. Dann können wir die weghauen. So, weg, weg, weg. Und weg. So. So. Das ist echt eine Mini-Hütte, was wir hier bauen. Aber das ist ja eigentlich nur so ein kleines Nebenhäuschen. Das Hauptding wird ja dann hier, nicht hier, hier in dem Turm gebaut. So. Zack, zack. Dann würde ich sogar sagen, wir hauen das Fenster weg. Genau. Obwohl das das schönste, die schönste Aussicht. Das ist richtig schön auf dem See und wir bauen es zu. Wie doof. Egal. Dir ist kalt. Dann zieh deinen Mantel an. Oh. Oh, den haben wir schon an. Dann ist wirklich kalt. Okay, dann... Sorry, kann ich nichts machen. Boah, ist das rot. Aber wir haben nicht Horde, nee. Ich dachte gerade, das ist erst 36. So, jetzt brauchen wir den Weg nach draußen. Und ich habe keine Luke dabei. Ich glaube, wir bauen einfach nur eine Klappe. Reicht vorerst.
Also, muss reichen. Aber es sieht schon schön aus. Irgendwie. Wow, warte. 20 Uhr, ja. Wie komme ich hier runter? Hallo? Taps, taps, taps. Hallo, Freunde. Kommt ihr mich auch besuchen? Ma! Lass dich treffen. Ich glaube, ich bin verwöhnt vom verlangsamten Wasser. Ich treffe nichts mehr. Nur noch, wenn es in Zeitlupe laufen. So, Ruhe, du bist tot. Nur ich darf hier graben. Das sieht so schön aus mit dem Rosa. Ich habe das ganz vergessen, wie schön das ist. Oh. Oh, umgucken. Oh, das ist so schön. Jetzt jedem Zombie noch so eine rote Wichtelmütze aufsetzen. Und dann da mit dem Hintergrund, dann macht man eine schöne Weihnachtskarte. Da oben ist noch einer. Der genießt den Sonnenuntergang. Ja, der ist schön, gell? Da, guck. Und, ach, du stehst auch noch. Komm her. Und mir ist kalt, kalt, kalt. Da müssen wir fast ins Grüne gehen, um uns aufzuwärmen. Die nehmen wir mal mit. Oh, nehmen wir auch mal mit. Gut, Rest brauchen wir nicht. Trotz Mantel, das ist echt heftig. Ja komm. Erstmal. Dann wird es da vielleicht ein bisschen wärmer. Ah, ich könnte aber eigentlich auch schon hier bleiben und weiterbauen in der Nacht. Ah, vom Verdursten haben wir unseren Wohlbefindungspunkt wieder. Das freut mich. So. Wir machen hier einen Boden rein. Raus mit dem Holz, rein mit dem Eisen. So. Genau. Und dann machen wir auf jeden Fall auch nochmal eine Reihe. Und dann kommt hier oben die Türe hin, würde ich sagen. Dann können wir da nämlich schön reinhüpfen und dann in dem Turm nach oben gehen und hier reingehen. Und jetzt wird's aber eklig. Boah, ist das schwarz. Schwarz und kacke kalt. Na gut. Aber schön. Gut. Ich würde sagen, ich guck mal, dass ich nicht erfriere heute Nacht. Ich werde wahrscheinlich hier in meine Basis rübergehen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und dann bauen wir hier an dem Ding weiter. Und ja, ihr wisst noch nicht, was es gibt. Ich weiß es eigentlich auch noch nicht, was es gibt. Zusammen finden wir das dann die Tage raus. Genau. Gut. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.